Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video wird ein kleiner Vlog sein von Freitag und Samstag, und zwar 19. und 20. Februar 2021. Wenn ihr öfter Vlogs oder so sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare und oder lasst ein Like, darüber freue ich mich sehr. Und ja, wir sind in der letzten Zeit sehr von den Abonnenten gestiegen und das freut mich wirklich sehr. Also wir haben schon nur 109 Abonnenten und da bin ich wirklich für jeden Einzelnen dankbar. Aber jetzt beginnen wir mal mit dem Video, und zwar zuerst mit dem Intro. Videoclip muss ich drüber synchronisieren, weil die Soundqualität einfach so schlecht war. Und zwar habe ich gesagt, dass wir gekocht haben, und ich habe halt so die Karotten geschnitten und die Reste bekommen einfach die Hasen, und da hatten wir noch andere Sachen drin, nicht nur Karottengrünen, so ein paar Karottenreste und Karottenschalen, sondern auch ein bisschen Petersilie und ein bisschen Banane. In der Früh haben die Hasen schon einiges bekommen, ein bisschen Vogelsalat, ganz wenig Paprika, Karotte, Apfel, bisschen Sonnenblumenkerne haben sie einfach nicht so viel gefressen, erstaunlicherweise. Eigentlich lieben sie die eigentlich. Normalerweise werden die sofort weg. Die Jackie lässt sich auch gerade schmecken. Banane, was haben wir hier? Karotte, bisschen Sellerie und eine Jackie-Lein. Und hier habe ich ihnen auch so ein Spielzeug gebastelt. Wieder mal so ähnlich. Vielleicht, wenn ihr auf Instagram mir folgt, da heiße ich unterstrich die Natur, habe ich, wisst ihr, dass ich schon mal sowas gemacht habe. Das einfach mit so Leckerlis gefüllt und durch den Löcher fliegt das raus und dann können sie da damit spielen. Man kann sie so sehr gut beschäftigen. Und jetzt habe ich eben gekocht und da gibt es so viele Reste und die bekommen sie jetzt auch. Hier habe ich einen Teil hingestellt, in der Früh habe ich ein bisschen ausgemistet, also durchgekehrt überall. Und wo da haben sie eigentlich gar keinen gemacht. Und überall, wo halt der Klo war, das neben dem Klo war, oder wo sie mal ein paar Dings daneben gemacht haben oder ein bisschen Menü, das mache ich jeden Tag weg. Und halt auch die Toilette mache ich halt jeden Tag bis jeden zweiten. Und ja, jetzt bekommen sie noch den Rest. Schaut, Schatzis! Ups, ein bisschen ins Wasser reingehauen. Aber ja. Hier lassen die sich das schon mal schmecken. Ein bisschen Bananenschale, nur wenig. Sonst, ja. Ich habe jetzt noch ganz viel Mist weggebracht zum Misthaufen und jetzt werde ich aus. Ich muss jetzt hier hinten noch so ein Gitter vormachen, weil hier ist die Jackie immer rübergesprungen die letzten Tage. Deswegen musste sie halt, also ich konnte es nicht so gut ins Freigehege lassen. Ja. Ich habe jetzt nicht wehgetan oder so. Genau das meine ich. Das ist das gleiche Haus wie das andere und darüber springen sie nicht. Also ich glaube, das liegt einfach daran, weil sie da sozusagen ins Ungewisse springen. Also da springen sie so und so. Und da können sie halt hier oben kurz landen und dann runterspringen. Dann machen. Ich habe hier schon diesen Hasendraht. Das mache ich dann einfach genauso wie. Das mache ich dann genauso wie hier. Das ist einfach nochmal. Da war es nämlich genau das gleiche Problem, dass sie hier drüber gesprungen sind. Dann habe ich einfach noch ein bisschen Zeit mit den Tieren verbracht, also mit den Hühnern jetzt dann vor allem. Und habe auch ausgemistet ein bisschen bei den Hühnern. Bei den Hasen hatte ich ja schon ausgemistet. Und sie haben jeder ein Ei gelegt, sehr brav. Und weil ich dann nicht so lange bei den Hühnern war und dann habe ich das irgendwie dann auch vergessen, dass ich die Toiletten heute sauber machen wollte. Aber eigentlich sind die noch nicht so dreckig. Ich habe die erst gestern sauber gemacht. Deswegen mache ich die morgen sauber. Und dann nehme ich euch dann. Und ich war jetzt die ganze Zeit noch am Video schon. Und ich habe ein anderes Video noch angefangen zu schneiden. Ein sehr aufwendiges Video, auf das ihr euch schon sehr freuen könnt. Und ich habe jetzt schon ziemlich Hunger und ich werde jetzt bald abendfüllen die ganze Zeit. Und habe halt ausgemistet. Und jetzt habe ich hier extra ganz viel Futter hingeschmissen. Weil es ist im Moment so, dass die Kleinen hier von diesen hier gejagt werden. Also haben wir es so getrennt durch so ein Gitter. Und ich habe jetzt extra hier voll viel Futter hingeschmissen, damit die Kleinen keine Angst mehr vor den Großen haben und sich vor ihnen fressen. Und dann fressen die hier und die Kleinen fressen hier, damit die sich dann hier aneinander gewöhnen. Jetzt haben die hier ein extra Wasser und extra Futter und so alles. Haben schon wieder alles ein bisschen verunstaltet.
Ich habe da gerade vorher ausgemessen und alles durchgekehrt, aber ich habe jetzt hier noch zu viel dahin gestreut, eben ein bisschen Brot. Eben, damit die sich hier so aneinander gewöhnen quasi. Weil sie haben noch Futter da drinnen und die Kleinen haben auch noch hinten in dem Futter. Aber so, dass die sich die Kleinen hier vorne hintrauen, weil die sind ein bisschen ängstlich jetzt. Was die Großen hier. Und der beschützt die, also der ist immer so, dass die beschützt und die zwei sind halt auch so Freunde. Die zwei sind Freunde und die zwei sind Freunde und die vertragen sich untereinander, ja, aber sie machen ja in Zweierpaaren was und die zwei vertragen sich eben. Aber die zwei jagen, wollen halt die jagen, weil die halt große sind. Genau, und jetzt haben die hier eben so, dass sie sich aneinander. Ich wollte euch noch kurz zeigen, wie es jetzt ausschaut. So, einfach hier so ein Gitter. Wir sehen so. Ist einfach festgetackert. Hier wird mit Kabelbindern Zaun festgemacht. Mit Kabelbindern am Zaun festgemacht. Und hier einmal mit Tacker, 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 Tacker. So. Da kommt sie nicht mehr drüber. Ich habe sie heute schon länger draußen gehabt. Nichts passiert. Also, es funktioniert anscheinend sehr gut. Da sind sie gerade und sonnen sich. Ich werde heute noch ausmisten. Und genau, und Hausaufgaben machen. Recht viel. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Ich war gerade bei den Hühnern eben unten. Habe ich euch eh gezeigt. Genau. Wird heute noch ausgemistet bei den Nienchen. Und sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Jetzt trinke ich Buttermilch, laktosefrei. Sehr lecker und erfrischend. Lecker Ei von der Lilly, ganz frisch. Hier habe ich ganz normale Holzpellets, die sieht gerade aus. Hier stehen schon mal die ganzen Toiletten. Da habe ich immer Stroh von Zip und Fun. Ich finde das sehr gut. Viele meinten, dass da Müll ist. Recht drin ist. Bei mir sieht das eigentlich so gut aus. Und meine Tiere lieben es auch. Also das kann ich empfehlen von meiner Seite. Dann habe ich hier noch normale Einstreu. Die ist für Pferde eigentlich. Ich habe sie nur umgefüllt. Weil es war so ein 20 Kilo Beutel und ich habe sie einfach hier reingefüllt, weil es schon so, nur nicht mehr so viel war. Genau, und ich misste jetzt jemand aus. Hier steht schon alles draußen. Hier habe ich die Teppiche und alles so aufgehängt. Alles, was ich jetzt zum Dämmen drunter habe, quasi. Kaninchen geht's auch gut. Ich misste hier eben gerade aus, habe alle Toiletten rausgeholt. Drinnen das Häuschen freigemacht. Nur noch die Heuraufen mit frischem Heu drinnen. Genau, und jetzt wird das alles wieder hier eingerichtet. Ich mache jetzt eben zuerst immer so eine Schicht von den Pellets rein. Hier in alle Toiletten. Und jetzt kommt einfach ein Streu drüber. Ja, genau, da mache ich einfach ein Streu drüber. Damit es schön weich ist für die Pfoten. Und halt auch, weil die das dann eigentlich sehr gerne mögen. So. Und die, durch die Einstreu, also dann kommt noch was anderes drüber, zwar Stroh. Das sage ich euch. Ich habe jetzt Stroh drüber gemacht. Vor allem in die Toilette, viel, weil das ist ihre Schlaftoilette. Die anderen Toiletten sind eher wirklich nur fürs Kotzen, vor allem diese kleinen. Und die schlafen sie nicht so, da gehen sie nur wirklich zum Klo rein. Da sitzt die Mimi, in der Toilette sitzt die Mimi auch sehr gerne drin. Da kommt auch natürlich Stroh rein, es kommt in allen Stroh rein, aber vor allem viel in die kommt richtig viel. Und bei dem Stroh ist es halt so, die Körtel und der Urin fallen durch das Stroh durch. Die Körtel bleiben dann vor dem Einstreu hier liegen, circa. Und der Urin rennt durch bis ganz nach unten, wo die Pellets sind und die Pellets saugen den Urin auf. Und so ist oben immer frisch quasi. Das kann ich euch vor allem in solchen großen Toiletten, kann ich euch diese Taktik sehr empfehlen. Und hier oben ist frisch und dann unten ist halt erst der Kot und der Urin und so. Also das finde ich echt super. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Heu drüber und ansonsten ist die Toilette eigentlich fertig. Und in die anderen Toiletten kommt kein Heu, außer in die ein bisschen, aber in die anderen kleiner nicht. Ich bin jetzt gerade quasi fertig mit Ausmisten auf. Ich habe zwischendurch noch eine Pause gemacht mit dem Krapfenessen. Hier habe ich überall noch so Stöcker gemacht, damit das besser hält, weil das geht, dass es ein bisschen gewabbelt ist. Und das räume ich noch weg, aber ansonsten bin ich fertig. Wie sehen könnt, haltet es jetzt irgendwie viel besser, als es vorher gehalten hat. Sieht man hier so. Jetzt habe ich hier noch ganz viele so Stöcker festgemacht. Ich zeige euch jetzt noch das Gehege. Hier gibt es Futter. Habe ich hier so einen zweiten Blumentopf reingestellt. Das war immer nur einer und jetzt sind es zwei. Da habe ich die Platte herausgestellt und da ist halt dieses Leckerli-Dings, was ich gebaut habe. Wo, wenn man so herum geht, fallen die Leckerlis raus. Hallo.
Dann halt hier eine Toilette, hier eben das Futter mit Heu. Da ist die zweite Toilette. Da unten habe ich frische Erde reingemacht und hier auch. Und hier habe ich auch frische Erde reingemacht. Buddelkiste, so ein kleines Häuschen. Da gehen sie nicht aber rein, das haben sie noch nicht größer gemacht. Einmal die Jackie im Häuschen. Jetzt gehen wir hier rein. Frische Toiletten, alles frisch. Habe ich alles ein bisschen umgeändert. Hier Toilette. Die Toiletten sind gleich geblieben. Aber ich meine, ich habe jetzt die Platte nach draußen getan. Jetzt haben sie zwei, drei Köttel. Ja, hier ist halt ihre Haupttoilette. Genau. Hier habe ich eben so ein Häuschen. Da können sie reingehen. Und wie wir sehen, hatten sie schon Viertel reingemacht. Warum auch immer. Normalerweise machen die irgendwie hauptsächlich nur in die Toiletten. Sind ja wohl schon ein bisschen lustig drauf gewesen. Auch eine hingepinkelt. Na toll. Naja, jedenfalls, genau, da haben wir eigentlich alles fertig. Und ansonsten können sie halt ganz normal im Freilauf. Wenn es dunkel wird, mache ich zu. Und das muss ich halt noch wegräumen, weil das ist das, was vom Ausmisten übergeblieben ist. Hallo, gleich. Ein paar Pellets. Da Ausmistkübel, noch ein Ausmistkübel. Und da ist noch ein bisschen Heu drin, frisches. Und genau. Ich schneide gerade noch den Vlog und füge noch die Sachen von heute jetzt gleich ein. Und wir sehen uns gleich. Falls ihr noch nicht meine Dein Stall-Folgen geschaut habt, klickt hier, da könnt ihr sie euch anschauen. Und am Mittwoch wird wieder ein Dein Stall-Video kommen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, schreibt mir an meine E-Mail-Adresse oder an meinen Instagram-Account in meiner Infobox verlinkt. Mich würde interessieren, ob ihr öfter Vlogs sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und lasst mir ein Like da. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss, baba!